der, dass wir heute den 2000. Jubiläumsvortrag feiern können. In gesamt Österreich, für Tiroler ist natürlich viel zu viel. Und das ist schon eine sehr, sehr große Zahl, wo wir auch sehr, sehr stolz darauf sind, dass wir mit einem sehr hohen und guten Niveau und mit Erfolg diese Veranstaltung, die vor 12 Jahren gegründet wurde, weiter fortgesetzt haben. Sie wissen, ihre Gründer war Professor Bartsch, der ein sehr guter Forscher im Bereich der Urologie und hier vor allem im Bereich der Prostata war. Es ist damals das GSA als Screening-Muster gekommen. Und er hat dann die Idee gehabt, eine Art Minimed zu veranstalten, um die Wichtigkeit eines solchen Screening-Programmes die Bevölkerung darauf hinzuweisen. Das ist ihm auch gelungen und der Name Minimed-Studium ist ja nach wie vor im Besitz der Familie Bartsch. Und wir haben uns dann darauf gesetzt, also ich, wir haben damals habe ich einen sehr, sehr guten Radiologen aus den USA gewinnen können, der spezialisiert war auf Mammographie. Und wir konnten dann auch mit Minimed und die hohe Bevölkerung darauf aufmerksam machen, wie wichtig das Mammascreening ist. Und das ist ja dann beides ein sehr gutes Programm geworden. Und das war eigentlich der absolute Verdienst und auch die Idee von der Frau Charlotte Senkthaler, die Geschäftsführerin jetzt ist von Minimed und das schon seit etlichen Jahren, das österreichweit auszubreiten. Sie hat das gemanagt, sie hat das promotet und von Anfang an mir zur Seite war auch Frau Bock, die dann auch noch einige kurze Grußworte im Namen von Frau Senkthaler, die heute nicht kommen kann, sagen wird. Wir sind in Minimed bemüht und das sage ich auch ganz kurz zur 2000. Veranstaltung. Wir haben übrigens jetzt in einigen Wochen erwarten wir unseren 400.000. Besucher bei Minimed. Wir wissen noch nicht genau wer und wie und wo, aber so ungefähr für den anderen werden wir das schon hinbekommen, was so genau muss ja nicht jeder gezählt werden. Wir haben uns immer bemüht bei Minimed, Ihnen ein gewisses Rüstzeug zu geben, dass die Medizin kritischer sehen können, dass sie mit ihrem Arzt, mit ihren behandelten Medizinern auf Augenhöhe kommunizieren können. Und das vor allem auch vor dem Hintergrund, dass Österreich, ich hoffe, das ist jetzt schon Vergangenheit, aber zumindest letztes Jahr noch in dem hintersten Feld der EU war, was Kompetenz, was Wissen über Medizin die Bevölkerung uns zur Verfügung hat. Und da waren wir auch sehr, sehr gestärkt, diesen Minimed-Gedanken wirklich noch breiter in die Öffentlichkeit zu bringen. Also mehr Wissen, mehr Kompetenz, ihnen wirklich sagen, wo gibt es Sinn, Vorsorge zu treffen, sie immer wieder auf dem neuesten Stand des Wissens zu halten, das ändert sich ja auch laufend, dann wiederholen sich auch immer wieder gewisse Vorträge und auch immer wieder darauf hinzuweisen, wie wichtig die Ernährung ist, wie wichtig die Bewegung ist, wie gut es ist, wenn Sie nicht rauchen und wie gut es ist, wenn Sie nicht zu viel Alkohol zu sich nehmen. Das sind so unsere wesentlichen Botschaften. Und ganz besonders freue ich mich, dass heute bei uns der Landesrat Universitätsprofessor Dr. Bernhard Dink ist, der immer ein sehr, sehr großer Unterstützer der Volksgesundheit war und auch Minimed immer sehr begrüßt hat, dass es existiert. Und dann darf ich die bitten, vielleicht ein paar Worte an unser Publikum zu richten. Ja, geschätzter Herr Universitätsprofessor Dr. Zunetten, liebe Frau Bock, geschätzte Frau Senkthaler in Abwesenheit, geschätzter Herr Professor, geschätzte Damen und Herren, zunächst möchte ich mich mal im Namen des Landes Tirol sehr herzlich begrüßen für die freundliche Einladung, dass ich heute bei dieser Jubiläumsveranstaltung dabei sein darf. Und ich möchte an der Stelle auch unseren Landeshauptmann Günter Platter entschuldigen, aber seine persönlichen Grüße überbringen auch und die Gratulationen an den großen und sensationellen Erfolg Minimed, den Sie über die letzten Jahre auch aufgebaut haben in Tirol und über die Grenzen Tirol hinaus. Geschätzte Damen und Herren, der Herr Professor Zunetten hat es erwähnt, das Thema Gesundheitsvorsorge und sich über Gesundheit und Medizin informieren ist ein ganz zentrales und ein sehr wichtiges Thema. Und es ist also für die Medizin und für das Gesundheitswesen wichtig,
gut informierte Personen zu haben, Leute zu haben. Umso besser sie informiert sind über Medizinthemen, über Gesundheitsthemen, desto besser für ihre Gesundheit, aber desto besser auch für die behandelnden Ärzte, für die Pflegekräfte. Ich denke, gerade im Bundesland Tirol hier Tag aus Tag ein eine hervorragende, gute Arbeit machen für unser Gesundheitssystem hier im Bundesland Tirol. Ich denke, wir sind insgesamt in Tirol dank des Engagements von Professoren wie Dieter Zunetten und vielen anderen in Tirol gut aufgestellt. Wir haben eine gut etablierte Spitalslandschaft, wir haben gute Spitäler, die hochqualitative Medizin machen. Wir haben, denke ich, einen guten niedergelassenen Bereich. Aber es ist ganz wichtig, dass wir gerade im Bereich der Vorsorge, der Prävention auch gut weiterkommen. Und da ist sich gerade das Thema Wissensvermittlung, sich Wissen aneignen, eben einfach ein ganz zentraler Punkt. Und deshalb danke auch von Seiten des Landes Tirol, dass Sie auch diese Möglichkeit des Minimed-Studiums auch in Anspruch nehmen. Ich denke, wenn man das Programm Minimed, das damalige Professor Bartsch inszeniert hat, mit dir, lieber Dieter, wenn man denkt, wenn man an die Zahlen strapaziert, ist es eigentlich eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. 400.000 Besucher demnächst in ganz Österreich, 100.000 Besucher in Tirol, wie ich gelernt habe, 300 Veranstaltungen in Gesamtösterreich, und ihr seid ja auch in Österreich darüber hinaus tätig, wie ich gelernt habe in Südtirol, 50 Veranstaltungen in Tirol alleine, das sind sensationelle Zahlen. Dahinter steht ein Team, das mit Leidenschaft sich diesem Thema gewidmet hat, danke von Seiten des Landes Tirol, dass sie das aufgebaut haben die letzten 12 Jahre, hier für Tirol, natürlich auch für Österreich, diese Leistungen zu machen. Und es freut mich, dass man auch den Herrn Wissenschaftsminister mit euch kooperiert und ihr das Thema in die Schulen hineinzieht. Das ist eine ganz, ganz tolle, dass diese Minimed-Veranstaltung künftig eben auch in die Schulen hinein gezogen wird, zur Jugend, zu den Kindern, weil dort natürlich auch ein wichtiges Potenzial liegt. Wir wollen auch im Bereich der Kinder und der Jugendlichen im Bereich Prävention, im Bereich Vorsorge noch besser werden und denke, das kann Minimed einen ganz zentralen Punkt dazu leisten. Das ist eine Glanzleistung, die Sie in den letzten Jahren vollbracht haben. Ich gratuliere von Seiten des Landes Tirol, bedanke mich sehr herzlich, dass ich heute dabei sein darf. Wünsche Ihnen vor allem auch einen spannenden Abend. Danke, Herr Professor, dass Sie sich heute bereit erklären, zum Thema Augen zu referieren. Ein sehr wichtiges Thema, gerade für die ältere Welt der Bevölkerung in Tirol. Danke nochmal, alles Gute Ihnen und weiterhin viel Erfolg zur der Minimed für die nächsten 12 Jahre. Alles Gute, Dankeschön. Ja, und jetzt, also das ist, wir wollen wirklich in die Schulen gehen. Das tut sich das Alter von Ihnen hier, wie Sie sitzen, haben wir errechnet zwischen 60 und etwas über 70. Wir wollen das jetzt nicht verbessern und gehen deswegen in die Schule, sondern wir glauben auch, dass es hier einen eigenen Bereich gibt, wo man eigentlich nicht früh genug anfangen kann, medizinisches und Gesundheitswissen und Bewusstsein in die Schulen zu tragen. Und nun die beiden Seelen von Minimed, das ist Frau Koch und Frau Wagner, die das Büro, ich bekomme sie auch raus, in Wien leitet. Frau Senthaler ist leider verhindert und kann diese Woche nicht da sein, aber ohne die beiden Damen würde die ganze Minimed-Veranstaltung sehr in keiner Weise so perfekt und reibungslos laufen. Vielen Dank von uns, vom Vorstand von Minimed dafür. Und Frau Koch, vielleicht wollen Sie ein paar Worte dazu sagen. Heute ist ja wirklich ein sehr besonderes Ereignis, auch für uns und Minimed. Die 2000. Veranstaltung schon. Ich kann es selber nicht ganz fassen noch. Und ich soll die Frau Senthaler, die Geschäftsführerin, entschuldigen. Sie ist leider derzeit im Ausland, konnte nicht hier sein, aber sie hat sich was Besonderes einfallen lassen. Sie hat für Sie eine Videobotschaft erstellt. Und die schauen wir uns jetzt an, bitte. Liebe Minimed-Studentinnen und Studenten, ich freue mich sehr über dieses großartige Jubiläum, das wir heute gemeinsam feiern dürfen. Es ist der 2000. Minimed-Vortrag, den wir hier in Österreich halten. Und ihr alle habt dazu beigetragen, dass es überhaupt zu diesem Jubiläum kommt. Herzliche Gratulation euch allen, dass ihr das Minimed-Studium hier in Innsbruck so großartig aufgenommen habt. Damals vor 13 Jahren, als Universitätsprofessor Dr. Georg Bartsch, der Vater des Minimed-Studiums, es hier erstmals gemeinsam mit mir verwirklicht hat. Von Innsbruck aus hat das Minimed-Studium dann seinen Siegeszug durch Österreich angetreten und heute sind wir immerhin mit 300 Vorträgen pro Jahr an 26 Standorten vertreten.
Es ist also die größte Gesundheitsveranstaltungsreihe Österreichs, die von hier aus gegangen ist. Und ich bedanke mich bei euch allen sehr herzlich, dass ihr dazu so wesentlich beigetragen habt. Ich wünsche euch für die Zukunft, dass das Minimed-Studium euch weiterhin so viele Anregungen für euer eigenes Gesundheitsmanagement, für die eigene Gesundheitskompetenz und für Gesundheit in euren Familien und in euren Freundeskreis beitragen kann. Und ich freue mich, wenn wir uns demnächst beim Minimed-Studium wiedersehen, bei vielen, vielen weiteren Veranstaltungen. Liebe Minimed-Studentinnen, liebe Minimed-Studenten, danke an euch alle auch von meiner Seite aus. Aber ich möchte mich auch noch bei anderen bedanken. Ich möchte den Abend wirklich dazu nützen, einmal ein großes Dankeschön auszusprechen an unseren Herrn Professor Zonetten, den Sie alle kennen, der ja von Anfang an der ersten Stunde bei Minimed war. Er ist jetzt Präsident des Minimed-Vereins und medizinischer Studienleiter in Tirol, und er ist wirklich, also er macht es sehr gut. Er stellt auch ein Programm in Tirol, wo der Saal eigentlich immer voll gefüllt ist. Herzlichen Dank, Herr Professor Zonetten. Dem Minimed-Verein, den Vereinsmitgliedern danken, die sind in Wien und in der Steiermark, vielleicht kommen sie einmal nach Tirol. Ich möchte bedanken den Städten, den Gemeinden, den Kranken, Gebietskrankenkassen in allen Bundesländern, den Studienleitern im Medizinischen in allen Bundesländern. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die wirklich dieses Netzwerk Minimed seit Jahren sehr unterstützen und sich wahnsinnig engagieren. Ich möchte danken unseren Sponsoren auch bei Minimed. Ich möchte Ihnen auch noch einmal danken, und ganz besonders Herr Dr. Tilk möchte ich Ihnen danken, denn das Land Tirol hat uns seit 2000 schon von erster Stunde an wirklich immer unterstützt, und es ist einfach, in Tirol läuft es eigentlich am besten. Großer Applaus, danke für das Land Tirol. Möchte ich mich auch bedanken bei unserem fleißigen Empfangspersonal, die wirklich freiwillig immer kommen, jeden Dienstag, und uns helfen. Danke an den Elias und an den Martin von der Technik. Danke an unsere freiwilligen Helfer, die Luise, die Rosmarie und der Stefan, die sind irgendwo da drüben. Wo seid ihr denn? Und du weißt, dass die Leiterin der Minimed-Organisationsabteilung, die sitzt in Wien und die ist heute das erste Mal in Innsbruck. Frau Anja Wagner-Achmed. Last but not least möchte ich unserem heutigen Referenten danken, stellvertretend für alle Minimed-Referentinnen und Referenten, die wirklich ehrenamtlich ihre Vorträge halten. Wie gesagt, 300 Vorträge im Jahr, da brauchen wir ungefähr 400 bis 500 Referenten, machen das alle ehrenamtlich. Danke Ihnen, danke an alle Referenten.